Es ist wieder Mittwoch, hier kommt mein Blog. Herzlichen Glückwunsch. Dem Vianten zu seinem ersten Blog. Ja, er hat es endlich geschafft. Letzten Mittwoch kam er, der Blog vom Vianten. Es ist unglaublich, er hat es echt geschafft. Hätte ich nicht gedacht, dass er es schafft. Er hat auch es lange geheim gehalten. Der kam auch erst wirklich eine Stunde, bevor der auch online gestellt wurde, kam er auch erst auf YouTube, habe ihn dann zufällig gesehen. Fand ich echt awesome, finde ich gut, dass es endlich gemacht hat, wurde auch langsam Zeit. Und ja, zieht euch, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, zieht ihn euch rein, der ist echt lustig. Und ich denke, der Vianten schafft das jetzt auch jede Woche, so wie ich natürlich. Heute ist Halloween. Und ich denke, da heute Halloween ist, sollten wir hier das Bild mal ein bisschen dementsprechend gestalten, oder? Das ist jetzt aber nicht Halloween, ne? Das ist ein bisschen falsche Jahreszeit. Okay, nochmal ein Versuch. Moment. Ah, schon besser. Wow, auch die Musik ein bisschen schaurig. Und natürlich, es ist Halloween, also muss ich mich auch dementsprechend kleiden. Also, ja, habe ich doch schnell mal mein schönes Metzger-Outfit herausgeholt. Ja, hier, wow, so schön hier, so schön blutig. Und hier auch überall Blut und so. Das wirkt natürlich noch besser mit Make-up. Hier mal ein kleines Foto. Das Foto entstanden am Karneval. Ja, und alle, die sich ein bisschen in der Musikwelt auskennen, in einer ganz bestimmten Musikwelt, sollten natürlich erkennen, welche Band dargestellt wird damit. Natürlich Rammstein. Hier ein kleines Foto von Rammstein. Ja, Rammstein, eindeutig eine der geilsten deutschen Bands mit, muss ich sagen, Kostümen, die man echt gut nachstellen kann, ne? So für Karneval oder Halloween oder so. Zum Beispiel halt das Kostüm, was ich hier gerade darstelle. Hier mal ein Foto original. Und nochmal ich. Finde ich, ist ganz gut geworden. Ist nur Plastik. Jedenfalls, heute ist Halloween. Das wollte ich jetzt noch kurz erwähnt haben. Heute ist Halloween. Erzählt doch mal, was macht ihr heute? Geht ihr heute feiern? Verkleidet ihr euch? Lauft ihr durch die Straßen und erschreckt Leute? Fordert Süßigkeiten an? Eure Meinung in die Kommentare. Wisst ihr noch? Letzten Samstag? Wo seht ihr? 17, 20, 3, 4, 5. Ja, der Vianten wurde schön bestraft und ich finde, ich habe mir eine relativ gute Bestrafung ausgesucht. Es war unterhaltsam für 2 von 3 Leuten, die da waren. Und Vianten hat sogar ein bisschen geblutet, das tut mir sehr leid, aber Scheiße passiert. Ich persönlich muss sagen, dass ich jetzt ziemlich viel Angst davor habe, die nächste Staffel Duo-Duell zu verlieren, was natürlich nicht passieren wird, ist ja klar, weil der Vianten mit Sicherheit ziemlich krass versuchen wird, diese Staffel zu gewinnen. Und naja, wenn ich dann verliere, dann wird er sich deutlich extrem an mir rächen wollen. Ja, aber die letzte Staffel habe natürlich ich gewonnen und die Bestrafung war dementsprechend gut. Also da kann man schon mal ein bisschen Beifall zollen, oder? Ja, erste Staffel Duo-Duell vorbei, die zweite Staffel beginnt demnächst. Ich stelle die erste Aufgabe, habe bisher noch keine Idee und daher seid ihr gefragt. Schickt mir doch mal eure Ideen ein für ein neues Duo-Duell, was irgendwas in irgendeiner Richtung ist mir vollkommen egal, ob es schmerzhaft ist, ob es lustig ist, ob es Geschicklichkeit, nicht vorhandene Geschicklichkeit fordern soll oder eben nicht. Schickt mir mal eure Ideen, vielleicht bin ich eine davon aus Ja, tatsächlich, das war's dann auch heute schon. Habe nicht viel zu erzählen heute, aber ist ja auch egal. Jedenfalls, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen rauf, wenn nicht einen Daumen runter. Ansonsten komme ich vorbei und zerschnetzle euch. Wie immer natürlich, da unten der Abonnier-Button.
Klickt drauf, wenn ihr uns abonnieren wollt und verpasst kein Video mehr von Dovi Entertainment. So, wenn ihr jetzt hier links klickt, dann kommt ihr zum Blog vom Vianden letzten Mittwoch. Und wenn ihr hier rechts klickt, dann kommt ihr direkt zur Bestrafung vom Vianden. Wunderbar, sehr viandistisch der Tag heute. Ist egal, hört nicht weiter zu. Wir sehen uns entweder am Samstag oder in 2 Wochen bei meinem nächsten Blog, wenn es wieder heißt Robin bloggt.